Ja, hallihallo, ich bin der Alex aka GameTimen und begrüße euch auf Cloudplay. Ich habe mir ein neues Spielzeug zugelegt und ich dachte, ich lasse euch alle mal da bei meinem Experimenten so ein bisschen mit teilhaben, denn ich möchte mir ein kleines Mini-Streaming-Emulationsmonsterchen basteln aus diesem, ja, relativ betagten Anführungsstrichen Industrie-Büro-PC. Ne? Das sind ja so diese, ja, wie heißen die Elite Desk, ne, von HP? Das sind kleine, fürs Büro gedachte, ja, energiesparende kleine Rechner. Ne? Und da dachte ich mir, ja, hier ist so ein Ryzen 3 drinne. Da kann man sicherlich auch mal schauen, was das so emulationstechnisch kann. Und deswegen werden wir heute da mal Batocera drauf machen. Das ist eine, ja, eine Linux-Distribution für Retro-Spiele. Und da kann man eine ganze Menge emulieren von NES, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Saturn, Dreamcast, PlayStation 3, Xbox 360 oder vielleicht auch die Wii und Wii U. Also nicht nur vielleicht, das geht auf jeden Fall. Ob der das jetzt kann, werden wir sehen. Und auch Switch. Ne? Die Geräte hier sind zwischen 40 und, sagen wir, 130 Euro, je nachdem. Also es ist eine ziemlich große Spanne, ne? Je nachdem, was drin ist, in den 40-Euro-Geräten, sage ich jetzt mal, da darf man dann nicht so viel erwarten, aber da kann man, sagen wir, bis PlayStation 2, sage ich jetzt mal, so alles durchaus mit emulieren. Und das wäre auch relativ gleich zu dem, was hier ist. Hier ist schon ein bisschen was Stärkeres drin, deswegen ist der so eher in dieser 100 Euro, kriegt man vielleicht auch mal für 80 oder so, aber ja, so etwa 100 Euro. Da ist ein Ryzen 3 drin mit 8 GB RAM und eine Radeon Vega 11, glaube ich. Na, ja, mal sehen. Ich glaube, 11 war's. Ja, da sollte dann auch schon ein bisschen mehr drin sein. Also so PS3 sollte schon machbar sein. Switch, werden wir sehen. Könnte durchaus auch möglich sein. Das werden wir ausprobieren, würde ich sagen. Im ersten Part geht es aber um die Installation von Batocera. Der zweite Part wird dann sein, wie kriege ich vernünftige Spiele drauf oder wie kriege ich überhaupt Spiele drauf. Gibt es zwei verschiedene Wege, ne? Also zwei sinnvolle, gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber zwei sinnvolle Wege, die werde ich euch zeigen. Danach werden wir ein bisschen das Spiel oder die Spiele an sich testen auf dem Gerät. Schauen wir da mal, was da alles möglich ist, ne? Und als letztes werden wir dann auch nochmal ein paar andere Betriebssysteme testen. Zum Beispiel Steam OS. Ja. Und natürlich, was soll nicht fehlen, wir sind ja Cloudplay. Wir gucken natürlich auch, wie gut der als Streaming-Rechner funktioniert. Das heißt, Boosteroid, Shadow PC oder Cloud Deck. Das werden wir dann auch mal ausprobieren. Natürlich auch xCloud und sowas. Das werden wir auch bei Batocera mal probieren. Ich glaube, da kann man auch die xCloud und so. Das müsste eigentlich genauso gehen. Ne? Und Luna und so. Das kriegen wir alles. Kriegen wir alles schon irgendwie darauf gebacken. Und das werden wir auch testen. Ja, fangen wir aus mit, fangen wir an mit Part 1. Also, wir sehen uns gleich auf dem Rechner. Bis gleich. Ja, hier sind wir auf dem PC angekommen, beziehungsweise auf meinem Browser. Und ihr seht ja, ich habe schon die Seite für Rufus, einem kleinen Tool zum Erstellen von bootfähigen USB-Sticks, aufgerufen. Und das ist eins der Tools, die wir benötigen. Eigentlich das wichtigste Tool, was wir da benötigen. Und zwar, um das Batocera bootfähig zu machen, auf einem Stick, damit wir es dann installieren können. Keine Sorge, ihr braucht hier nicht die ganzen Adressen oder so mitzutippen oder sowas. In der Beschreibung wird das auf jeden Fall dann verfügbar sein. Also, wir werden uns als allererstes Rufus runterladen. Ich habe hier die Portable-Variante runterladen, weil muss man nicht zwingend installieren, kann man einfach so ausführen. Und das geht recht easy. Als zweites brauchen wir noch Batocera Linux an sich als unsere Basis. Da gehen wir auch auf die Batocera-Seite. Die kann man sich auch in der Beschreibung raussuchen oder halt über Google oder sowas suchen. Findet man auf jeden Fall recht schnell. Und dann sieht man, das gibt es schon für echt viele Systeme. Also, juhu! Man kann auch den Toaster mit Batocera verwenden. Haben aber einen PC und deswegen klicken wir hier auf den PC
Also Desktop, PC, Laptop, NUC und Interbased Apple Computers. Damit lädt dann die Bandosera-Datei runter und zwar in einer GZ-Datei, was eine gepackte Datei ist. Das ist, wenn man so nimmt, ein ZIP-Format. Und genau damit kann man das dann auch entpacken, zum Beispiel mit 7-Zip. Da bekommt man dann am Ende eine IMG-Datei, also ein Image raus, was man dann wieder mit Rufus verwenden kann, um es auf einem USB-Stick zu bügeln. Kurzer Hinweis, der USB-Stick sollte mindestens 8 GB groß sein, weil entpackt ist Bandosera etwa ja, knapp 8 GB halt. Ne? 16 wären, glaube ich, besser, weil könnte sein, dass das über die Zeit noch ein bisschen größer wird. Und dass es dann vielleicht nicht drauf passt. Also Minimum 8 besser wären 16 GB. Kleiner Spoiler, wir sehen ja hier dieses Steam Deck, was uns hier so anguckt und anblitzert. Warum zum Henker sehe ich eigentlich gerade jetzt hier? Hier das Steam Deck. Und wir machen meinen Mauszeiger nicht da. Naja. Da, kleiner Spoiler für ein anderes Video. Wir werden nämlich das OS, es gibt nämlich HoloOS. Das ist SteamOS 3 für den PC rekompiliert. Das ist ganz nett. Normalerweise ist ja SteamOS 3 leider nicht außerhalb vom Steam Deck verfügbar. Allerdings haben das ein paar findige, ja, also die Community hat das gemacht. Und das kann man schön runterladen und dann kann man sich Steam Deck, also SteamOS auf seinen PC installieren und das werden wir mit dem kleinen Monsterchen dann auch mal machen und gucken, wie es sich so als ja, als Mini Steam Deck oder Fest Steam Deck, wie man es so nennen will, so schlägt. Und natürlich Streaming und all sowas werden wir auch alles nochmal auf Herz und Nieren testen. Bin echt gespannt. Aber das ist ein anderes Video. Ja, wir sehen uns gleich auf dem Explorer weiter. Und da geht es dann weiter auf dem Explorer so rum. Denn wir wollen ja natürlich uns mal die Dateien angucken, die da so rauskommen und wie man die denn mit Rufus auf einem Stick bügeln können. Und zack, da sind wir schon im Explorer unterwegs und zwar in unserem Ordner, in dem wir alles runtergeladen haben. Bei mir ist es hier Raute Mini Monster, das ist nämlich der hübsche Name für den Rechner. Da habe ich alles runtergeladen. Da sehen wir, wir haben hier eine Bandosera x86 und so weiter .img Datei. Die ist also schon entpackt. Da muss man sagen, das sah früher etwas anders aus und zwar so, da sieht man hier, man hat hier so eine img.gz, so wird das runtergeladen, die hier 3 GB groß ist. Und nach dem Packen ist die dann eine .img und knapp 9 GB groß. Also war schon richtig, dass ich gesagt habe, ein 16 GB Stick wäre besser. Als zweites haben wir hier noch die Rufus 4.5p.exe. Den Rest der Dateien jetzt mal ignorieren. Hier habe ich schon mal HoloISO runtergeladen und zwei Bilderchen. Das ist nur Screenshots hier von dem, was wir gemacht haben. Und ich hatte Rufus schon mal ausgeführt, deswegen gibt es hier eine Logdatei. Da merkt er sich einfach, was man schon mal eingestellt hat, ne? So, Rufus sieht dann, wenn man startet, also Doppelklick einfach auf die Datei. Dann kurz sagen, ja, möchte ich ausführen, will ich irgendwie nochmal nach Updates gucken, ja, nein, braucht man eigentlich nicht. Haben wir ja gerade frisch runtergeladen. Ja, und dann lande ich hier auf dem, ja, im Programm und dann sehe ich erstmal Nummer 1, hier den Stick müsste man dann auswählen, also vorsichtig auch wirklich den richtigen Stick auswählen, denn das kann durchaus haarig werden. Der wird nämlich, wenn wir hier starten, meckern, dass er das komplette Laufwerk löschen wird. Also wenn man da irgendwas drauf hat, auch wenn man jetzt einen Stick verwendet, wo schon was drauf ist, das ist danach weg. Vorsicht also, ne? Hier bei Startart kann man sein Image wählen, also hier auf Auswahl in den Pfad rein und hier die IMG-Datei wählen. Dann hat man das Image, was man auf den Stick machen will. So, Rest braucht man an sich nicht weiter verwenden. Da können wir hier auf Start drücken. Das machen wir jetzt. Steht auch nochmal da. Formatierung starten. Alle Dateien auf dem Laufwerk werden gelöscht. Und genau das sagt er uns hier jetzt auch nochmal.
Und ja, das wollen wir natürlich. Wir wollen das jetzt hier drauf machen, drücken. Also okay. Und dann fangen wir hier an. Zip, schreibe, Image-Datei. Das könnte ein bisschen dauern. Also sehen wir uns gleich wieder, wenn es fertig ist. Da sind wir wieder. Opus hat den Schreibvorgang erfolgreich beendet. Damit reicht es eigentlich, wenn wir jetzt hier auf Beenden, also auf Schließen drücken. Und dann können wir mit der Installation auch schon beginnen. Also sehen wir uns gleich am Rechner. Bis gleich. So, da sind wir am Rechner. Und da werden wir die ersten Dinge machen, damit wir von unserem Batocera Bootstick booten können. Und zwar müssen wir dafür sorgen, dass der Stick auch als Boot-Device erkannt wird und nicht von der internen Festplatte gebootet wird. Zum Beispiel, wenn man jetzt vorher ein Windows oder ähnliches drauf hatte. Und damit wir da nicht Probleme bekommen und Windows sagt, ja, hallo, wir haben hier Sicherheitseinstellungen und sowas, wir haben mal Dinge wie Secure Boot und dem TMP-Chip deaktivieren. Prinzipiell könnte Batocera Zucker damit booten, aber ich finde, das ist etwas leichter, wenn man das ausschaltet und ja, wir brauchen das an sich nicht und dann bräuchten wir nicht sonst noch ein paar zusätzliche Schritte mit Secure Boot Schlüssel importieren und erzeugen und so weiter. Das sparen wir uns, wir stellen das einfach aus, damit das nicht dazwischen funkt und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Als erstes gehen wir ins BIOS, also ins UEFI. So, und dann gucken wir mal hier, okay. Der Sicherheitschip, das ist hier der TMP Sicherheit, den wir mal deaktiviert haben. Das habe ich auch schon hier gemacht, deswegen steht da ausgeblendet. Ja. Das andere wäre verfügbar, aber wir wollen den deaktiviert lassen. So, und dann wollen wir Secure Boot. Wo ist es? So, wir wollen Secure, oder? Müssen wir noch eins weiter? Genau, bei fortgeschritten ist das, wir wollen den hier bei Secure Boot Configuration wollen wir das auch deaktivieren. Und zwar gehen wir hier deaktivieren die Legacy-Unterstützung und deaktivieren von Secure Boot. Das wählen wir aus. Hier hat man noch ein paar andere. Jetzt können wir mal sehen, was kann man hier auswählen hier. Man könnte Legacy-Unterstützung aktivieren und Secure Boot deaktivieren. Das würde theoretisch auch gehen, aber wenn man über GPT, also über UEFI booten kann, das hat durchaus ein paar Vorteile, so schneller booten und also was, sollte man das auch machen, deswegen Legacy deaktivieren, weil dann müsste man, wenn man mit Legacy, also mit einem, sagen wir mal, Abwärtskompatibilität, das heißt, der würde dann wie bei einem alten BIOS starten. Das sollte man deaktivieren, weil das geht zwar, aber das hat halt ein paar Nachteile. Ne? Deswegen deaktivieren wir hier Legacy und auch Secure Boot, damit das uns nicht dazwischen funkt. Und ja, wir gehen jetzt raus wieder aus dem UEFI. Ich habe das alles schon eingestellt, deswegen muss ich das jetzt hier schon nicht speichern. Also ihr müsstet dann hier Erinnerung speichern, ja drücken, ich mache hier nein. Und dann startet das jetzt durch und dann werden wir die Boot-Reihenfolge mal so machen, dass wir dann vom Stick booten und nicht von der internen Platte. Und dann sehen wir schon den ersten Start von Batos. Ja, ich drücke hier nein und dann haben wir ja mal kurz schwarz. Und dann werden wir aber beim Startbildschirm landen. Ne? Also man muss dazu sagen, man muss da eine Tastenkombination drücken. Die ist beim Rechner zu Rechner unterschiedlich. Bei mir ist das die Escape-Taste. Kann aber auch entfernen, F1 oder ähnliches sein, um hier in dieses Startmenü zu kommen. Ne? So, wir wollen jetzt hier diesmal ins Bootmenü und nicht ins BIOS, ne? Sondern, also ein bisschen blöd benannt hier, echt BIOS Setup stimmt eigentlich gar nicht, aber naja gut. Wir wollen ins Bootmenü, dann sehen wir schon, okay, was haben wir hier drin? Wir haben ein Holo-ISO-Snapshot im Grub. Das habe ich ja schon angedeutet. Das ist unser. Also auf den Rechner ist es gerade installiert, da ist gerade ein SteamOS installiert. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen hier vom Stick booten und zwar UEFA Zendesk UltraFit. Das ist mein Stick und von dem booten wir jetzt auch. Deswegen wähle ich den hier aus und sage
Start. Dann sagt er schon Booting Bastera Linux. Dauert jetzt ein paar Sekündchen. Und dann muss man dazu sagen, Bastera ist ja eine Linux-Distribution, die halt ja so ein Live-Linux jetzt startet. Das ist also schon voll funktionsfähig nach dem Start vom Stick. Und ist an sich auch so gedacht, dass man das auch vom Stick komplett ausführen könnte. So, naja, schon mal Start-Dings, schöne Animation, ne? Ja. Und da sind wir schon. Das war's eigentlich schon. Jetzt haben wir eigentlich schon den Start von Batocera erledigt. So, von Natur aus mitgeliefert ist immer so ein Testspiel, ne? Die sehen wir jetzt hier so, ne? Wie Fixit Felix Junior für uns C64 zum Beispiel, das übrigens ein ganz cooles Spiel ist. Oder ja, Old Towers für ein Mega Drive und so. Das sind so ein bisschen kleine Tests. Was auch ganz cool ist, ist hier Doom so mal mit dabei. Oder Prince of Persia. Ja, das ist unser erster Start bei Dossera vom Stick. Wir wollen das aber überhaupt nicht vom Stick starten. Wir wollen das ja installieren auf einer Festplatte. Und da gibt es ein paar Fallstricke. Und zwar, zack, gucken wir mal. Wir werden das Menü aufrufen, entweder wenn man einen Controller dran hat, mit dem Start-Button oder mit der Tastatur mit dem Leerzeichen. Und da können wir ja schon mal gucken. Also, wie man hier sieht, ich habe da schon einiges eingestellt. Man muss mich dazu sagen, eigentlich kommt das hier in, wenn es von Natur aus ist, auf Englisch und ja, ich habe es jetzt einfach nur auf Deutsch gestellt. Mehr ist da an sich nicht drin. Hier sehen wir übrigens nochmal, was wir für einen Rechner überhaupt an sich haben. Ne, sehen wir hier, dass man AMD Ryzen 3 Pro und 2200 GE mit einer Radeon Vega haben und vier also zwei Kern, vier Tweets mit 3,2 GHz und einen DTP von 42 Watt. Hatte ich nicht 35 eigentlich gelesen? Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir da, was wir da alle so drin haben. Ja, genau. Aber das ist ja nur eine Info. So. Jetzt guck mal, der erste Punkt wäre, ich kann Bastocera installieren vom Stick auf meiner Platte, was ja auch das Ziel ist. Dafür ist aber eine Voraussetzung, denn man muss wissen, dass Bastocera sich nicht vom Stick selbst installiert, sondern ein Image aus dem Netz zieht und das dann installiert. Das heißt, wir brauchen zwingend eine Netzwerkverbindung, um Bastocera vom Stick installieren zu können. Das kann man über einen, ja, über einen WLAN-Stick oder natürlich über ein Kabel machen, ne? Ich habe hier einen WLAN-Stick dran. Ich hatte das vorher schon mal eingetragen. Da sieht man ja hier, das ist schon verbunden. Das muss man vorher aktivieren. Da muss man hier bei WLAN einfach auf Aktivieren drücken. Dann bei SSID, das kann ich mal drauf drücken. Da sieht man dann hier sein Netzwerk. Und muss dann das Passwort angeben und ist dann verbunden. Hostname ist der Name des Rechners, der heißt hier unverändert noch Batocera, das habe ich einfach nicht umbenannt. Und ja, dann sind wir hier verbunden mit dem Netzwerk, also mit dem Internet. Und oben rechts sieht man ja dann schon die kleinen Wellen, das heißt, ich bin mit dem Internet verbunden und möchte dann jetzt auch das installieren auf der Platte, auf der internen. Und wie machen wir das? Da gehen wir hier auf Systemeinstellungen, weil direkt hier beim Hauptmenü gibt es nämlich keinen Button zum, also keine Option zum Installieren auf der Platte, sondern ich muss hier in die Systemeinstellungen und dann gehe ich einfach mal nach oben, also ich drücke da nach oben und zwar hier 1, 2, 3, 4, 5. Fünfmal nach oben. Dann bin ich hier bei auf einen neuen Datenträger installieren. Und dann sehe ich auch hier zum Beispiel, welche Datenträger habe ich denn. Ne? Da habe ich hier, wenn ich hier drauf drücke bei Datenträger Gerät, sehe ich, ich habe hier einen internen, beliebigen externen und dann sehe ich hier, was Holo gemacht hat, also SteamOS, die verschiedenen
Festplatten oder beziehungsweise Partitionen, das ist ja nur eine Festplatte oder eine SSD, besser gesagt. Und wir wollen das hier auf diese 223 GB Partition, da wo jetzt quasi SteamOS drauf ist, das werden wir da jetzt mal drüber bügeln. Das kann man ja. Später machen wir da wieder ein SteamOS drauf, weil ich möchte mit dem Rechner eigentlich mit SteamOS laufen lassen. Aber dann drückt man hier auf einen Datenträger installieren. Zack, dann sehe ich hier, okay, ich möchte das Ziellaufwerk, soll das Zielgerät angeben. Das mache ich auch und hier sieht man, ich habe nur eins dran und zwar, dann, ja, das ist eine interne Toshiba SSD. Den nehmen wir. Und die Architektur ist x86-64, ne? Also ja, wir haben ein 64-Bit x86 basierendes System. Das ist völlig okay. Man könnte mal gucken, was da alles so gibt. Wenn man jetzt irgendwo andere hätte, dann könnte man das hier noch ändern. Aber wir sind schon richtig. Also wir gehen hier x86-64. Und sagen, ja, wir sind uns sicher. Ja, da wollen wir natürlich nicht die falsche Taste drücken. Dann machen wir gleich nochmal. So, zack, das haben wir eingegangen. Ja, wir sind uns sicher, dass wir das machen wollen. Und drücken hier installieren. Warum fragt er mir wirklich, ob ich das sicher bin? Ganz einfach, der macht jetzt wirklich die komplette SSD, also die Festplatte. Der formatiert den, macht die platt. Die Daten sind danach komplett weg und ich habe ein Bathysphere auf meinem System. Also wenn ich vorher ein Windows oder sowas drauf habe, dann ist das Ding danach platt. Ja? Also wenn ich das Zielgerät so auswähle. Deswegen Vorsicht, ne, was er da macht. Richtig auswählen. Man kann, wenn man jetzt einen externen Datenträger oder sowas hat, das auch auswählen und das auf den Datenträger installieren. Da muss ich aber sagen, ist das hier Flashen, wie ich vorhin gemacht habe, eigentlich die bessere Variante, denke ich. Ja, aber wir drücken jetzt hier installieren und dann sehen wir schon, oh, guten Tag, Downloading. Yep, weil wie gesagt, Batocera lädt jetzt ein Image aus dem Internet runter und zwar ein fertiges Batocera-Image. Dass er dann installieren kann. Und ja, das dauert ein bisschen und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn hier der Download-Vorgang fertig ist. Da ist Batusera fertig. Das sagt doch uns schön. Oder können wir OK drücken? Das machen wir auch gleich. Zack. Und da haben wir es jetzt auf dem Zip. Ne, ist noch nicht zu sehen. Haben wir es jetzt auf dem internen Datenträger? Und wie machen wir das am besten? Na klar, wir ziehen den Stick ab. Beziehungsweise, wir machen eins, wir machen erstmal runterfahren. So. So, da starten wir einfach neu und gucken mal. Ah, da sehen wir schon, Batocera Linux ohne Stick. Den habe ich hier, ist dran. Da sieht man schon, der Bootvorgang geht gleich ein Stück schneller. Was ja klar ist, weil es jetzt von der internen SSD läuft. Und zack. Baba. Da haben wir's. Also nicht wundern, ich hatte ja vorhin gesagt, dass Batocera eigentlich in Englisch und so ist. Und da wir es jetzt neu installiert haben, sind da die Ursprungseinstellungen da. Deswegen ist das jetzt auch wieder. In den, also als Englisch und so weiter. Das kann man bei den System-Settings wunderbar ändern. Und zwar wollen wir hier bitte auf Deutsch haben. So, zack. Und dann haben wir das hier auch auf Deutsch. So, gucken wir mal, gibt es eigentlich ein Update? Aber es müsste die neueste Version sein. Nein, kein Update verfügbar. Und dann haben wir an sich vom Grund auf schon mal. Batocera auf dem System installiert. Das soll auch erstmal der Inhalt von Part 1 gewesen sein. Wir haben also erstmal Batocera auf den Rechner installiert. Beim nächsten Mal werde ich euch zwei ganz gute Varianten zeigen, wie man Spiele auf das System bekommt.
Und beim dritten werden wir ein paar Tests mit der Maschine machen, was das denn alles so leisten kann. Anschließend werden wir noch ein paar andere Videos machen, und zwar wie angekündigt natürlich mit Steam OS. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da, einen Daumen oder ein Abo. Also, wenn er nicht ein Abo hat, immer schön rein. Wir wollen nämlich die 1000 bald knacken. Bis die Tage, euer GameTimen. Tschüss.